Thema beim Doktor. Bitte mit einem großen Applaus von Vegetarenpfleger Christian Linder und auch mal. So, da bin ich auch schon. Es ist 15.45 Uhr und Sie müssen mein nächster Patient sein. Guten Tag. Und Sie sind der Doktor? Also Doktor, ich muss doch sehr bitten. Das ist doch eine maßlose Untertreibung meines Könnens. Naja, es ist jetzt nicht wichtig, wer oder was Sie sind. Ich bin krank und deswegen bin ich hier. Ja, bitte setzen Sie sich doch. Ja, danke, ich hoffe. Nun, mein sehr geehrter Herr Österreich. Ja, komischer Name, ich weiß. Ja, komischer Name, egal. Kommen wir zur Sache. Ja, das will ich hoffen. Immerhin bezahle ich Sie und ich bezahle hier nicht wenig für Sie. Da sind Sie aber selbst schuld, wenn ich das anmerken darf, mein sehr geehrter Herr Österreich. Denn wenn Sie ein bisschen besser auf sich aufpassen würden, hätten wir weniger Scherereien. Ja, jetzt sagen Sie mir, was los ist. Nun, mein sehr geehrter Herr Österreich, Ihre Gesundheit wurde eingehend untersucht. Wenn ich noch einmal kurz Ihren Herzschlag haben dürfte, bitte. Ja, der klingt sehr gut, Herr Österreich. Da muss ich Sie loben dafür. Der klingt sehr gut. Wenigstens etwas. Der angesprochene Herr Österreich, wohnhaft in Österreich. Ist das Ihr Ernst? Ja. Wissen Sie, Herr Doktor, Sie müssen verstehen, ich repräsentiere hier mein Land. Sie sind ein merkwürdiger Zeitgenosse, aber zurück zu Ihrer Akte. Genau, Herr Österreich, geboren am 15. Mai 1955 in Wien, getauft am 26. Oktober, verheiratet, Name der Schwiegermutter Maria Theresia, Beziehungsstatus frei. Ihren Namenstag, den haben Sie am 29. Woher wissen Sie das denn alles? Ja, von der Elga. Von der Helga, von meiner Putzfrau oder wie? Nein, nicht Helga, bitte. Elga, E-L-G-A. Elektronische Gesundheitsakte, da ist das alles schön genau eingetragen. Ach so. Ja, gut. Dieses ganze neumodische Technik da. Aber kommen wir zurück zu Ihnen. Sie haben Ihr schlimmes Bauchweh aufgrund von einer... Das weiß ich schon alles, Herr Doktor. Sie wissen das? Ja, natürlich. Ja, woher denn? Ja, von der Helga. Von der Elga? Ja, sowas... Warum wissen Sie was von der Elga? Nein, nix. Elga. Helga. H-E-L-G-A. Von meiner Putzfrau. Erinnern Sie sich nicht mehr, oder was? Und woher weiß die Helga das? Ich glaube, von der Elga. Das dürfte sie aber nicht wissen. Herr Doktor, wissen Sie, der Datenschutz, der ist in Österreich nicht so. Ihre Daten sind doch wohl bestens geschützt. Nein, offensichtlich nicht. Ja gut, aber da sind Sie wenigstens nicht ganz alleine. Wie nicht ganz alleine? Sind noch irgendwelche Daten ungeschützt oder was meinen Sie damit? Ja, die von der großartigen Zentralmatura Ihrer Enkel zum Beispiel. Wie? Was? Ja, streng geheime Matura-Daten auf ungesichertem rumänischen Webserver gefunden. Sehen Sie das? Wie Zentralmatura, aber damit habe ich doch überhaupt nichts zu tun. Ja stimmt, die wurde ja großzügigerweise dem Bifi übergeben, nicht wahr? Erinnern Sie sich noch? Herr Doktor, jetzt reden Sie nicht so. Wissen Sie, die Leute von Bifi, denen... Sie sich Ihre Gesundheit. Ach, denen war es eh immer fad und... Wissen Sie, dann kann ich mich halt um meine wirklichen Probleme kümmern. Ihre wirklichen Probleme? Meinen Sie etwa Ihre Schulden, Herr Österreich? Meine was? Meine Schulden? Jawohl. Woher wissen Sie denn Ihre davon? Schulden? Tja, die sind gewissermaßen ein offenes Buch, Herr Österreich. Davon weiß nahezu jeder. Woher denn? Aus dem Internet, habe ich recht? Nicht nur. Die ganze Welt weiß davon und Sie wissen doch wohl, dass sich etliche Leute darüber auch aufregen, oder? Ach, pappalapapp, die paar Schulden. Wissen Sie, das sind eh nicht so viele. 292 Milliarden Euro, Herr Österreich. Dann sind es halt ein bisschen mehr, aber ich zahle das eh alles zurück. Herr Österreich? Früher oder später zahle ich das alles zurück. Herr Österreich. Genau, diese Schulden sind das Problem und die Ursache Ihrer schweren Krankheit. Ach, was schwere Krankheit, die paar Schulden. Wissen Sie, das sind doch nur 75% unseres Bruttoinlands. 300%, Herr Österreich, der gesamten Steuereinnahmen eines Jahres. Das muss man relativieren, Herr Doktor. Nein, nichts relativieren. Doch. Herr Österreich, das ist der Grund Ihrer schweren Krankheit. Sie haben ein Karzinom. Ein was? Karzinom?
Das Katzi, das ist doch die Frau vom Lugner, oder? Ich muss doch bitten, Herr Österreich, Sie haben einen schweren Tumor. Einen Tumor? So schlimm ist es. Ja, das kann man wohl sagen. Durch Ihren ständigen Stress und Ihre häufigen Probleme hat sich Ihre gesundheitliche Situation drastisch verschlimmert. Ja, aber... Tja, und dagegen kann man wohl auch nichts machen, nicht wahr? Sie brauchen Ruhe, Herr Österreich. So wie Sie momentan sind, können Sie nicht weiterleben. Sie brauchen viel Ruhe. Sie sind innerlich und äußerlich ein sehr unausgeglichener Mensch. Nein, ich bin total ausgeglichen und... Bitte setzen Sie sich. Schauen Sie mich an, ich bin eine Vorzeigeperson. Da sehe ich das anders, mein lieber Herr Österreich. Sie sind zu aufgewühlt. Zu viele Ideen, zu viele radikale Ideen. Denken Sie alleine an die Flüchtlinge. Flüchtlinge, wenn ich das schon höre, werde ich ganz krank. Sie sind krank, Herr Österreich, Sie sind krank. Sie müssen das akzeptieren. Was Sie jetzt brauchen, ist Ruhe. Ganz viel Ruhe. Dann sehen wir weiter. Wie schon gesagt, ich bin die ruhige Person. Herr Österreich, nein, ich bin ruhig. Lassen Sie mich. Ich glaube, unsere Sprechstunde ist jetzt vorbei. Jetzt schon. Aber wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, hören Sie auf mich. Seien Sie ein bisschen verantwortungsvoller und denken Sie ein bisschen mehr nach. Ach, gehen Sie weg. Lassen Sie mich hier in Ruhe. Sehen Sie, alles ist gut. Na, Sie müssen es ja selber wissen, Herr Österreich. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Viel besser. Schönen Tag Ihnen auch, Herr Doktor. Danke.